Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Das letzte ist ja schon etwas länger her. Genau, ich habe hier auf jeden Fall eine mega große Tasche und habe einen Haul für euch. Ich war unter anderem bei Vinted ganz fleißig und habe ein paar Sachen gekauft jetzt für June für die kommende Größe. Und auch bei Instagram habe ich einer Mama was abgekauft und ich war auch noch bei TK Maxx. Und das wollte ich euch jetzt einmal alles zeigen. So, fangen wir an mit dem, was ich bei Instagram gekauft habe. Da habe ich jetzt leider hier nur zwei Sachen. Wo sind denn die anderen Teile? Ich glaube, die habe ich schon im Schrank. Das waren nämlich zwei Leggings. Dann habe ich einmal dieses süße Kleidchen hier mitgenommen für die June. In 68 ist das von Name It. So mit schönen Salbei-Ton. Dann eine süße Jacke hier. Kleines Reh, so Öhrchen hier, auch richtig süß. Das, wie gesagt, habe ich bei Instagram von einer Mama abgekauft. Und dann komme ich jetzt mal zu den TK Maxx Sachen. Ein Schlafanzug, ich habe nämlich drei Schlafanzüge gekauft. Ein Schlafanzug ist auch schon in Benutzung, der ist nämlich auch schon in 68. Und den benutzen wir jetzt und fällt sehr klein aus. Genau, bei TK Maxx habe ich dann auch diesen Schlafanzug hier mitgenommen, ganz richtig ohne Füße, weil wir sehr, sehr viel tragen noch. Und der ist von Name It. Mit so, ja, Tierchen drauf, hier, ne? So ein paar Waldtierchen. Und der hat gekostet bei TK Maxx 13 Euro. Na, einmal den. Und dann noch einmal von Fixuni. Auch noch einen süßen Schlafanzug. Der ist in Größe 80 schon, genau. Aber die fand ich einfach so schön hier mit dem Muster. Und der hat auch nur gekostet, ich glaube, der war richtig günstig. Genau, 10 Euro hat der gekostet. Ja, dann noch mal weiter mit ein paar Hosen für Lia. Lia brauchte unbedingt Hosen. Und da habe ich eine Mama gefunden bei Vinted, die hat ganz, ganz viele gehabt in Lias Größe. Und genau, da habe ich ganz, ganz viele auf einmal abgekauft. Da habe ich ganz, ganz viele auf einmal abgekauft. Einmal so eine schwarze hier, das sind alles so Strick-Leggings. Von Zara ist die in 104. Richtig schön. Dann noch eine von Zara in so Beige. Noch eine in so einem Mint-Ton. Auch so eine Strick-Leggings. Und jetzt schiebt die Hunde hier das Stativ durch die Gegend. Und noch eine in so einem Flieder-Lila-Ton. Ich liebe diese Leggings von Zara, weil die einfach ja, schön basic sind, überall zu passen und sehr bequem sind. Und dann habe ich für Lia auch noch eine so eine ja, Jeggings mitgenommen. So eine Leggings, die halt aussieht wie eine Jeans. Auch in 104, auch von derselben Mama bei Vinted. Dann habe ich zwei Bodies mitgenommen, in Größe 80 schon, aber ich liebe einfach diese Rip und dann mit dieser Knopfleiste hier von H&M sind die. Da habe ich schon ganz, ganz viele Shirts von. Die sind aber jetzt auch schon langsam zu klein. Genau, einmal so ein Body in Beige und im Set war dann auch noch einer in Rosa dabei. Genau, wie gesagt, schon in 80. Auch von H&M und ich stehe ja total auf Rosen und deswegen musste das Set hier mit. Das ist hier an der Seite so aufknöpfbar. Und dann mit passender Hose dazu. Wie gesagt, auch von H&M. Ich glaube, es hat 5 Euro gekostet. Dann habe ich ein Bodyset mitgenommen für den Sommer jetzt. Auch in 68, weil noch trägt sie 62 in Bodies. Und zwar in kurz und zwar mit ganz, ganz viel Rüschen oben und unten. Einmal in so einem Mintton und der passende dazu einmal hier mit so ein paar Safari-Tierchen und sowas. Und die haben auch zusammen nur 3 Euro gekostet. Dann habe ich noch ein Set mitgenommen für June in 74. Das habe ich jetzt bei H&M letztes Mal gekauft in 62. Jetzt aber nochmal in 74 hier, weil ich das so schön finde. Das ist auch wieder so ein Zweiteiler, Strick. So sieht das aus, richtig schön in 74. Einmal das Wickelhemdchen und einmal eine passende Hose dazu. Dann habe ich noch ein Body mitgenommen bei Vinted ebenfalls von H&M ist der in Größe 74 und zwar ist es ein Wollbody, auch hier mit so Rüschen dran und richtig schön. Ich habe mich so verliebt und der hat auch nur 3 Euro gekostet. Für Wolle ist das mega günstig. Und dann noch ein Set aus zwei Bodies. Einmal diesen hier, ist auch schon in 68, in Rip und mit so kleinen Rüschen am Arm und passend dazu war noch dieser hier. In so einem schönen, ja, altrosa ist das. Ach, ich habe hier gerade die zwei Leggings gefunden von der Mama auf Instagram. Einmal hier beige und einmal so grün. Als ich bei H&M war, letztes Mal habe ich noch ein Bodyset für June mitgenommen. Auch kurzarm und war nämlich gerade im Sale für 7 Euro. Größe 74 für den Sommer jetzt. Einmal mit so einem Tierchen drauf und einmal in ganz normal beige. Und dann sind hier noch ein paar Sachen, die wir zu Weihnachten bekommen haben, sehe ich gerade. Einmal zwei Jogginghosen.
Einmal diesen schönen Pullover hier, auch mit Rüschen drauf und so einer Katze. Dann einmal diesen Pullover hier, auch zu Weihnachten bekommen. Und dieses Kleidchen hier, auch zu Weihnachten bekommen. Genauso wie das hier. Eine kleine Tunika, auch richtig süß. Und ich habe der kleinen Maus noch gekauft, dieses Kleidchen hier von Anstings Family mit den kleinen Häschen drauf. Genau, das habe ich der Kleinen noch mitgenommen im Sale letztes Mal. Dann habe ich auch noch gekauft diese süße Hose. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. So sieht die aus. Auch richtig schön. Die finde ich, diese mag ich, weiß gar nicht. Little Atelier heißt sie. In 74 ist sie schon und ich liebe die einfach. Diese Marke ist so toll. Und dann habe ich noch ein Wampa mitgenommen von Vinted. Auch richtig süß hier mit so Strick und sowas. Richtig goldig, ich liebe sowas total. Dann nochmal ein Bodyset. Ein Bodyset in 68 hier, einmal diesen. Und passend dazu einmal diesen hier. 68. Und das gleiche Set habe ich nochmal, und zwar in 74. Also einmal dieser Body hier in 74 und diesen hier auch. Und passend dazu gab es bei Vinted auch noch die Hosen. Also einmal hier in 74 diese Hose mit diesem Muster. Und einmal hier mit dem gleichen Muster hier auf dem Popo drauf. Fand ich auch mega süß. Das gleiche habe ich jetzt auch nochmal in 62. Das trägt sie halt gerade. Aber ich fand das so goldig und habe das bei Vinted gesehen und habe es einfach mitgenommen, weil es auch mega günstig war. Hier nur pro Teil 2 Euro und so. Und dann habe ich noch eine Leggings von Vinted mitgenommen. So, die liebe ich auch total. Einfach hier mit diesen Rüschen. Da kommt ein schöner Body zu und schon hast du ein richtig tolles Outfit. Dann noch ein paar Bodies, die so, ja, Achselbodies hier. Einmal mit diesen Blümchen. Auch alles in 68, jetzt für den Sommer, kommenden Frühling, Sommer jetzt. Dann einmal so Senf hier. Sowas. Dann noch ein ganz normales Beige. Und noch ein Rosa. Genau, also ganz, ganz einfach. Hauptsache ein bisschen was jetzt für die kommende Zeit. Genau, diesen habe ich jetzt auch noch hier mitgenommen. Auch mega süß mit den Rüschen, auch in 68. Und hier, der gehört dann auch noch dazu. Und dann habe ich hier, ich glaube, es gehörte zu der Leggings, hier nochmal so ein Body mitgenommen. Lia, pass auf. Genau, da sind so kleine Herzen drauf. Den hatte sie auch in ganz, ganz klein einmal. Und der ist auch in 68. Genau, und dann habe ich einfach nur noch für mich eine Hose. Und zwar eine Jeans von Tellyway. Das war so ein Dreier-Set. Da waren noch 2 graue dabei. Auch mega günstig. Und die passen perfekt. Die anderen trage ich nämlich schon. Und ja, das war alles. Ich bin schon wieder fleißig am Shoppen und nehme euch natürlich dann gerne wieder mit im nächsten Haul. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Haul gefallen. Wenn ja, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und gebt dem Video ein Like, falls ihr ja, den nächsten Haul auch noch sehen wollt. Ich sammle die Sachen nämlich extra hier immer in der Tasche und dann kann ich euch das ganz entspannt zeigen. Genau, wie gesagt, alles das meiste jetzt von Vinted. Kann ich einfach empfehlen, da Gebrauch zu kaufen, weil die Kleinen wachsen so, so schnell und da kann man wirklich super, super viel Geld sparen. Also meistens 50-70% vom Neupreis kann man da wirklich sparen. So, und jetzt genug gelabert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!